Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Borderlands 3 mit mir, dem Fearscream. Wir machen weiter mit der Homequest. Ankommender Sturm. Auf geht's nach Athena. Athenas. Wir können nicht aufhören. Es gibt noch zu viel zu tun. Ich müsste auch mal irgendwann mal mein Pet wechseln. Wobei der mit der Pumpgun schon ziemlich cool kommt. Schon wieder Mullywar. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Na dann, auf geht's. Let's go. It's a me, it's a Mario. Was nochmal? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da unten ist die doch, oder? Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde. Ah, okay, klar. Warum nicht? Auf geht's! Athenas, wir kommen! Oh, das sieht so ein bisschen historisch asiatisch aus. Mal gucken, was die neue Welt zu bieten hat. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Chinesische Mauer hier oder was? Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Na klar, wir kommen. Bei ihrer Auslöschung. Na klar. Wir checken aber noch mal kurz die Lage. Diagnose? Dann ab zu einem echten Arzt. Bei mir gibt's nur Heilung. Das könnte schon gut sein. Na, mal gucken. Ja, mit der Skillung beschäftige ich mich dann, wenn es wirklich, Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin Mann, noch jemand wirklich, wäre, wirklich dann wichtig wird. Oh, ich muss kurz los, Mobile. Apropos. Neo Algenia. So. Wir sehen uns. Das ist die richtige Einstellung. Immer mitten in die Fresse rein, oder? Nimm mal den Kadaver da aus dem Weg. Mann, was ist hier jetzt auf einmal los? Für eine schwache Kreatur. So sieht's aus. Okay, dann werde ich mal die Ulti zünden. Bereit, auszustiften. Erledigt diese Truppen. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Karma-Neuausrichtung. Little bit toxic hier, das Weapon. Aber ganz cool. Mann, das muss aber gut sein. Noch größer, noch stärker. Level 16, wuhu! Oh, schieß mich nicht. Technologie
Ich muss sagen, dass das eigentlich so irgendwie momentan so meine Lieblingswaffe ist. Wobei die hier ist auch echt gut. Holen wir nochmal die Furzkanone raus. So, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Munition. Ich sitze auf dem Schokoladenthron. Und spielt Porzellankönig oder was? Wobei, die zieht schon richtig ab, wenn die trifft. Also sie hat gerade richtig hart Leben abgezogen. Das testen wir gleich nochmal. Komm schon, die braune Schlange spitzt aus meinem Arschkreis. Kein Problem, bleib locker. Bin da dabei. Oh, wer ist er denn? Okay. Oder wer ist sie denn? Ach, das ist der, der dir helfen soll. Der hat's ein bisschen drauf. Maya. So, können wir hier noch ein bisschen Mumpeln einsammeln. Alles. Hi, Maya. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Sorry, Mädel, kannst gleich weiterreden? Wir wollen noch ein paar Skillpunkte vergeben. Was haben wir denn hier noch? Der Ende von Entschwinden setzt ein Exhaust, wir provozieren einen und zieht die Aufmerksamkeit aller Feinde in einem riesigen Radius auf sich. Für ein paar Sekunden nach Provozieren erhält das Haustier starke Schadensreduzierung. Auch sehr nett, Alex. Bestimmt besser. Gesundheitsregeneration und Bewegungsfähigkeit von Entschwinden bleibt für kurze Zeit nach Ende des Skills bestehen. Das hört sich schon richtig gut an. Ausrüstung. Also können wir eh noch nicht, wir müssen noch eins fertig machen, aber während er sich bewegt. Ah, das ist schon cool. Tanky, tanky, tanky. Wobei ich auch mal irgendwann einen anderen ausprobieren würde. Bereit für etwas Action? Deswegen bin ich hier. Hintern. Und um sie zu treten. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Ach, wenn die so gut kämpft wie du, Maya, macht dir keinen Kopf. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Mali One Corporation. Zutritt verboten! Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeit als Komplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, oh, die Waffe ist schon richtig fett hier, ne? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar, doch. Oh. Zu schwach, um zu überleben.
Also die Waffe ist schon richtig stark. Also dieser Atomraketenwerfer hat so eine richtig dicke in sich. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Komm schon, gib ihm alles. Yes. Wow, 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 der teilt auf jeden Fall richtig hart aus. Scheiße. Komm. Komm schon, nicht sterben, nein. Na Quatsch, Arschloch. Lass uns jagen. Er passt bei einmal nicht auf und kriegt so eine Feuersalbe in die Fresse. Und schon scheißt er dir hart ins Gesicht und lacht dich noch aus, ey. Na gut. Es soll ja auch nicht super einfach sein, das Spiel, ne? Von mir. Jetzt spielen wir nach anderen Regeln. Oh, das so weit kommt ja gar nicht. Mal ein bisschen im Nahkampf gehen. Wow, was ist denn da passiert? Wow, 600, die bringt gutes Geld. Check mich nicht so. Ich will gerne mal die Waffe angucken, die wir gerade bekommen haben. Die sah ja mal ganz lecker aus mit 600 Gold wert. Wir sollen mal kurz testen. Granate geht raus! Okay, die ist scheiße. Die gefällt mir nicht so gut. Ah,
gibt schon echt coole Waffen hier, muss ich sagen. Aber die jetzt, die letzte mit den Rädern. Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum. Muss auch mal testen. Also ich wäre soweit. Aber die Waffen wechseln ja momentan eh relativ zügig. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so entscheidend. Ich gehe mal ganz kurz nach oben gucken. Oft sind dann in den Spots, wo man nie hingeht, immer gute Sachen und Munition brauche ich ja eh ein bisschen. Wenn mir gerade einfällt, die sollte ich auch mal nachladen. Auch diese Ladeaktion, ey, das ist alles so mit Liebe gemacht in dem Spiel. Das ist so cool. Dies sind die persönlichen Aufzeichnungen von Captain Trant. Und wenn einer von euch Statuenputzern zuhört, werdet ihr schon merken, was auf euch zukommt. Klinge ich eigentlich zu verträumen? Als ich klein war, nannten mich alle Kleiner Sammy Träumt. Ich habe geschrien, mein Name ist Samuel Trant. Trant! Aber sie haben nie meinen richtigen Namen gesagt. Tja, ich bin wirklich gut geworden. Und eigentlich gar nicht mehr verträumt. Okay. Haben wir verstanden. Los geht's. Drücken wir mal den Gong. Biau. Achso. Maya, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Eva, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Eva ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht oder ich bringe ihr bei. Zu überlegen. Naja, klar. Mönche von Athenas. Hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselwerk mit heraus. Oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir springen nicht. Das ist eigentlich perfekt hier, um die Dinger rauszuhauen. Form und Funktion. Natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Und da ist er. Bada bing, bada boom. Kammerjäger, wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Ja, ist ja gut. Will noch ein bisschen Kohle machen, Alter. Kohle, Kohle regiert hier die Welt. So, Glocke. Gibt ja auch keine Klingeln. Ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt. Was hältst du von Grabräuberei? Ich wollte schon immer mal ein menschliches Grab plündern. Ja, bin dabei. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Eva schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum. Aber die müsste ich umgehen können.
Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Wo sind wir zeitlich? Wird knappi wappi. Aber Ava finden wir auf jeden Fall noch was. Er hier für einer. Oder er. Aber bei solchen Viechern ist er das hier besser. Mann, du erschreckst dich immer wieder, Digga. Ich denke immer, du bist ein Feind. Rot? Oh Gott, wie siehst du denn eigentlich aus? Munition. Lass dich von der Jagd mitreißen. Na, aber bald brauche ich eine bessere Waffe. Mann, immer wieder. Jetzt stehen hier nicht rum, wir haben es doch geschafft. Achso, mir jetzt ist aufgefallen, dass unten die Sachen gezeigt werden, die Specs, die angehen. Cool. Kann ich das haben? Na klar. Danke, bis später. Ava. Oh, hey. Ich war hier gerade am Leichenplündern. Jo. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Jo. Es geht um mehr als das, aber nicht um viel mehr. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern, wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Und plündern wir jetzt den Friedhof oder was? Was ja. Hast du zu bieten, Thor? Im nächsten Part auf jeden Fall. Leute, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne Abo reinschmettern. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mit Ava hier das Ding rocke, schaltet im nächsten Part wieder ein. Bis dann, euer Fearscream. Bye, bye.